zieht den krass an. Motor an. Rover ist drinne. Da kommt er, Alter, geil. Meinst du, ich kann ins Lasermarker machen, da kommt eine Drohne angeschossen. Mal aussteigen, wo ist das Teil? Da. Boah, fett, ey. Wie kann ich denn sinken? Mit Alt, glaube ich. Alt oder C? Oh, C ist flaren. Okay, das sah übrigens sehr geil aus. Dann ist es Alt. Oh, STG. Nee, nee. Dann V. Nee. Also Shift ist hoch. Y? Genau, Y müsste das sein. Y, ja. Jetzt kommt's runter, ja. Boah, voll fett. Aufnahme läuft schon. Ich nehme halt ja auch auf hier. Na, dann nehme ich auch auf. Scheiß drauf, wenn die Ultra. Machen wir hier die Drohnen. Kann man ja zusammenschneiden. Action. Boah, das Ding sieht echt bedrohlich aus, ey. Aber jetzt komme ich mal ein bisschen dahin. Mach mal die Positionslichter an. Eigentlich mit Mausrad drehen. Und dann kommt da eine Auswahl. Ah. Boah, Vorsicht, da steht die Artillerie, ne? Naja, ich seh's ja. Kann ich da einsteigen? Du mich fliegen? Komm mal runter. Wie willst du denn das machen? In der einen Drohne konnte ich einsteigen. Kann ich ein bisschen rollen? A und D. Ah. Alter, was das Ding mal für eine Bewaffnung hat, ey. Das Ding mal für ein Radau macht. Jetzt bist du ja gelandet, warte mal. Oh, stehen bleiben. Jetzt. Er kann hier nie einsteigen, schade. Das hat mir. Die Karnickel freuen sich davor. Ja, aber die andere Drohne, die mit den Reifen, da kann man drauf sitzen und kann man sich steuern lassen. Okay. So, also die Solartürme, sagst du. Kannst du deine Steuerung deaktivieren? Bleibt er dann in der Luft robern die ganze Zeit? Wenn ich was? Ja, jetzt klar. Ist geil. Ich flieg mal dahin. Ja, okay, ich setze mich mal in die Artillerie, du musst mir mal einen Crashkurs geben. Wenn du auf den Computer. Shit, shit, shit! WTF, das habe ich natürlich nicht in der Aufnahme. Ich schon. Shit, Drohne wählen. Warte mal, abspringen. Soll ich mal ein paar Drohnen auspacken schon mal hier? Hinlegen? Schon mal montieren? Fuck. Ich montiere schon mal eine Drohne. Da hat er gleich die Steuerung verbockt. Die schöne Drohne. Ach Mensch. Montier mal eine, ne? Ja. Tom, wie kann ich das denn machen? Geil. Da montieren, ja. Sehe schon. Jetzt müsste sie online sein. Jetzt ist sie da. Wieso kann ich jetzt die anderen Drohnen davon nicht steuern? Warte mal. Aussteigen. Habe ich hier was falsch gemacht jetzt? Nee. Nee, ich müsste ja eigentlich auch die anderen Drohnen auswählen können. Woher hast du das UAB? Gerät? Das war im Rucksack. Ja, toll. Dann müsste ich kann das ich ja nur, haben. Kann ich jetzt nur meine eigene Drohne montieren? Hopp. So, Terminal öffnen. Schade, ich hab's. Ich kann keine Drohne mehr wählen. Was ist das denn? Hast du vielleicht noch, bist du vielleicht noch in einer anderen kaputten Drohne drin, noch aktiv? Na, geht ja nicht, nee. Ich wird mir ja keine mehr angezeigt. UAV Terminal? Krieg keine Drohne mehr. Scheiße. Ich kann auch meine eigene nicht steuern. Warte mal. Der jetzt so ein bisschen blöd. Ach, was muss ich auch das Ding crashen? Und shit. Wenn ich neu verbinde. Warte mal. Naja, eigentlich, warte mal.
Ja, wieso musst du dich irgendwie disconnecten von diesen Teilen? Ja. Oder, warte mal, jetzt guck ich nochmal. Was steht ja nicht, weil ich hab ja keiner mehr zum Anwählen, da kann ich mich auch nicht trennen. Das ist ja das Problem. Aber Batterie leer von dem Teil? Nee. Ich fahr mir mal auch mal so ein Gerät rum, wie heißt das Ding? Wolltest du mitkommen, kannst du ja auch ein neues Gerät nehmen. Was denn? Das ist eine Steuerung. Kannst du bei mir einsteigen. Ja, die sind doch alle drin in dem Gerät eigentlich auch. Nee, eben nicht. Na klar, wir haben die doch alle in deinen komischen Panzer da drin geladen. Ja, aber da sind nur Drohnen drin. Ja, in dem Rucksack sind, glaube ich, auch die Steuerungen. Wenn ich jetzt Inventar drücke, gehe ich jetzt... Ups. In der Tasche ist nichts drin, nur die Drohne halt. Okay, jetzt ist es verrückt. Data montieren. Terminal öffnen. Ich demontiere die immer. Irgendwie haut es bei mir nicht mehr hin. Kann nichts machen. Wir müssen neu starten. Hey, warte, hol die mal neu. Wir steigen mal ein. Ich hole mir jetzt auch mal so ein Funkgerät. Ja, ich hatte das schon dabei. Die Drohne jetzt. Ach, okay, kommen wir gleich wieder hin. Will die scheiß Heli. Stell mal von den scheiß Heli-Drohnen noch ein paar hin. Aber vielleicht bist du ja von der Drohne jetzt nicht mehr in Reichweite. Muss mal gucken jetzt gleich in deinem Fahrzeug. Ey, konnte ja mit der Heli-Drohne ja auch da über 5 Kilometer. Ja, guck gleich erstmal, wenn wir dann da. Ach ja, wir standen ja vor der kleinen Drohne. Das sieht voll geil aus, wenn das Rohr so leicht schräg ist, wenn man so fährt. Ja, das kenn ich. So leicht verrußt das Rohr vorne. Das muss so. Ja. Alter, ein dickes Flugzeug, Hubschrauber, Flugzeugteile. Siehst du, da sind die mit den Reifen, die Drohnen. Da kann man sie reinsetzen und sich chauffieren lassen. Hm? Hast du jetzt hier Empfang, wenn wir hier stehen? Weil diese mit den Reifen da, die diese Bobcats hier stehen, die kleinen da neben der Flugzeugdrohne sind auch... Ja, das sind ja, das sind ja die Greyhawks. Ach, die Dinger. Warte mal. UAV Terminal? Nee, kann das spielen. Kriegt ja keiner. Dann schmeiß den gleich mal weg, das Teil. Also irgendwo in irgendeine Ecke werfen gleich. Einwegscheiße. Nur aus Japan wieder eingekauft hier. Ne, dann wäre das vernünftig. Ja, wahrscheinlich. Oh. Hab ich stehen. War der denn da? Was machen die Wachen denn hier? Ab auf eure Posten, aber zackig, Leute. Was geht denn jetzt los? Alter. Wieso schießen die? Krieg! Krieg! Deckung! Krieg! Ich bin tot! Alter! Alter, der Panzer! Oh, mein Schmuckstück ist kaputt. So, jetzt kannst du neu starten. Toll, die Aufnahme ab im Raum, weil es funktioniert hat. Ich hab's aber aufgenommen. Alter, voll der Krieg hier. Ja, bis demnächst. Na dann. Jetzt müssen wir die umladen. Ach, ich will doch eh die Heli-Drohne. Ja, trotzdem müssen wir die umladen. Wieso? Wie steht da denn? Ja, aber ich fahre mit einer Artillerie und ich fahre jetzt mit dem Jeep. Oh, du fährst mit dem Jeep. Ja, dann fahr du mit der Artillerie und ich nehme den. Komm ich. Oder ich, ist mir egal. Ja. Machen wir so. Weil die Artillerie, die ist ja nicht weit weg hier. Weil wenn, dann fliege ich ja sowieso mit dem Ding. Du musst ja schießen. Ja, ich meine nur wegen Munition, weil das so schnell leer ist hier. Naja. Müssen wir wieder zurück dann. Rammt da mich erstmal von der Straße. Das sollte ich aber nicht machen, weil Panzer gegen Dings ist
Kann tödlich enden. Ja, naja, verbiegt dir die Kette und dann stehst du da. Richtig, hier, Kettenbieger hier. Polizei zu rufen, neue Blombe setzen. Ja. Tyrannimo, ich gewinne! Ich schieße! Boom. Mach keinen Scheiß, ich mach dich platt mit dem Teil hier. Ungebremst wie die reinfahren, ich glaube, dann bist du platt. Ja. Das ist wohl nicht unwahrscheinlich. Oder erstmal von der Straße abgekommen. So, ich park dann schon mal und hol mal schon das Spielzeug. Hoffe ich zumindest, nicht, dass ich wieder. Ja, pack jetzt aber erstmal nur eine Drohne aus, nicht, dass wir durcheinander kommen. Ich pack ja keine aus. Ich muss ja nur den Heli holen, da, das Ding. Verstehst du? Ach so. UAV ich weiß, warum du kaputt gegangen bist da hinten, weil der Autohauer noch angehabt hattest wahrscheinlich. Nee, eben nicht, weil ich ausgemacht hatte und falsch gesteuert. Das war das Problem. So, steuern. Autohauer erstmal an, ganz wichtig. Motor ja, an, ich ganz wichtig. Ich trotzdem mal schon mal eine Drohne. Wie steuere ich denn? Was für eine Taste muss ich drücken? Wie, was? Damit ich die Steuerung in der Hand habe. Von der Drohne? Ja. Ja, du musst erstmal oben links eine Drohne auswählen. Mann, ist das laut. Ja, wie wähle ich das aber aus? Na oben, bist du in dem Menü? Nee, deswegen frage ich dich, wie kriegt das Menü auf? Na, du musst ja jetzt erstmal mit mittlerer Maustaste da UAV-Steuerung, blablabla, und dann gehst du da raus. Achso, das wollte ich nur wissen, genau. Ja. Also, wie heißt nochmal diese kleine Drohne hier? Das ist eine gute Frage. Bestimmt Echo 2. UAV, irgendwas wahrscheinlich. AR2 Data. Ja, ja. Ganz genau. Die gibt's aber nicht in der Liste. Was soll denn der Scheiß? Ach doch, da, leider noch. So, und wie fliege ich das jetzt? Fahrerstand. Ah. Oh. Stehen bleiben, Freundchen. Ja. Ja, die Dinger können ganz schön zickig sein. Bin auch schon wieder übervorsichtig mit dem Ding hier. Ach so, nicht mit der Maus steuern am besten. Ach, da sehe ich dich sehr mit deiner Drohne rumgurken. So. Ich kann sogar während des Fluges deine Drohne abnehmen. Wenn du die freigibst, kann ich die dann abnehmen, die Steuerung. Ist ja geil. Da ist er, der Dietrich. Im Schleichflug vorwärts. So, gut. Okay. Übrigens mit E und Q drehst du dich dann halt, ne? Ja, ich weiß. Ich würde das Ding nur mit Tastatur steuern am besten. Ja, das weiß ich noch nicht. Willst du denn wieder die Solartürme? Komm, gut. Ich versuch jetzt diesmal... Y war ja sinken. Ja. Ich versuche diesmal zu den Solarturmen zu kommen. Ich fliege extra hoch. Womit ich das notfalls vielleicht auch noch ausgleichen kann. Ich hole nur kurz die Drohne zurück hier eben. Ach, du sitzt im Fahrzeug dabei, oder? Ja, ich sitze nur im Jeep. Mein Zick steigt dafür extra aus. Kommen wir denn da hin? Wie beende ich das denn jetzt hier? Hä? Muss ich wieder freigeben, ne? Ach, okay. Alles klar. Alles klar. Dann setze ich mich mal in das Geschütz hier. Zum Schütz sitzt da. Muss ich wahrscheinlich in Perspektive. Wie steuert man das jetzt? Wie hast du das denn hier gemacht? Geh mal auf den Computer.
Ganz unten. Ach so, Artilleriecomputer, okay. Genau. Ach du Scheiße. Da, wo deine Drohne ist, da schieße ich jetzt auf die erste Glühbirne einfach mal, ne? Genau. Dann müsstest du genau das Ding treffen. Wo stehe ich? Explosiv geschossen. Okay. Kommt. Bin gespannt. Ich auch. Geh nicht zu tief, die Dingens kommt jetzt. Du solltest schon ein paar Meter da weggehen. Du bist nämlich über genau das Zielgebiet. Ach, bin mal gespannt, ob ich das Ding sehe. Ja, wahrscheinlich trifft jetzt genau das Geschoss durch dich durch, ey. War daneben. Wie weit daneben? 10 Meter. Oh, okay, für den ersten Schuss nicht schlecht. Hau mal die Cluster-Dinger hin. Ach so, ach, ich kann auch richtig dick reinzoomen. So. Mimin, Rauchlasser, da Clustergeschoss. Muss gerade noch nachladen, oder was? Kommt! Ankunft in 30 Sekunden. Bitte schnallen Sie sich an. Ja. Wie geil das aussieht. Oh, Alter. Zack. Das hat gescheppert. Kam jetzt erstmal mir an, das scheppert. Aber den Turm hast du natürlich nicht getroffen. Alles andere ja. Ich weiß ja nicht, ob das Richtige ist, was ich da anvisiere. Na doch, doch. Machen wir doch. Oh, weg da. Ja, was genau? Ich hab auch so linke Maustaste gedrückt. kannst du mir nicht einen Marker setzen oder durch einen Helikopter oder erstmal? Du bist so da mit deinem. Flieg mal mit deinem Helikopter genau dahin, wo du meinst, und dann setz mal genau auf deinem Helikopterpunkt einen Marker. Weißt du, wie ich meine? Ja, geh mal hier auf deinen Seitenkanal, da müsstest du ja jetzt bei mir was sehen. Seitenkanal, ja, da habe ich drauf geschossen. Lol. Ja, naja, und das ist das Ding. Du hast mit den Cluster-Dingern, weil die ja ein bisschen streuen wahrscheinlich. Ja, warte, ich mach das mal. So, jetzt haben wir hier Explosivgeschoss, habe ich kein Cluster mehr. Minencluster, so. So, dich da will ich nicht ran. Ist unterwegs. Da, wie du da schwebst, der sieht so geil aus. Das siehst du? Ach so, weil du hast ja die fette Sicht. Warte mal, kann ich dir hier nicht einen Lasermarker setzen? Du kannst gleich Lasermarkern, ja. Achso, ob mit der Drohne weiß ich nicht. Oh! Null! Aber meins hat er auch jetzt getroffen, oder nicht? Paar Mal, Alter! Wie viele Raketen das Ding da wegnutzt? Er kam meinen jetzt. Ja, hätte getroffen. Zack, Alter Schwede! Volltreffer. Das Ding ist ja krass. Hab ich den jetzt zerstört? Ja, ne? Nee. Ich meine den Turm, den du als erstes kaputt gemacht hast, da ist sogar meine Granate eingefallen. Keine Ahnung, ich hab nur noch 100 Raketen drin, geschossen in einer Sekunde und dann war Jans weg. Ja toll, du Vollhorst, ey. Dann mach mir mal einen neuen Punkt, aber lösch den alten. Ja, nimm doch den anderen. Welchen anderen? Warte, ich setz hier Marker. Na da, die Glühbirne daneben. Ja. Ja. Okay. Er ist aber nicht genug, die Glühbirne, ne? Doch, doch.
Da nicht, dass du jetzt durch mich durchballerst, mein Thema. Kommt. Du hast ja wohl einen Kompass hier, wenn du durchguckst, du Nappel, ey. Ist da oben das Teil. Ja. Oh, an die Knacktasten. Angeknackt. Wie viel war das jetzt, wenn du drauf guckst, zu weit rechts oder zu weit links? Warte. Der kann ich so nicht. Der war bestimmt zu weit. Ach so, stimmt ja. Knapp 10, 15 Meter davor. Okay. Ich bin jetzt genau auf die Glühbirne, Millimeter genau. Ja, Millimeter genau würde ich jetzt nicht beschwören. Was habe ich denn noch für Geschosse? Gelenkt, explosiv. Panzerabwehrminencluster, komm, den nehme ich jetzt mal. Unterwegs. Drohne ist ja mal voll Porno, Alter. Vor allem, wie ruhig das schwebt, das Teil. Das sieht richtig, von hier sieht aus fotorealistisch, als ob du gerade im Fernsehen guckst. Also man könnte jetzt nicht sehen, ob das jetzt PC ist oder nicht, also wenn man auf den Heli guckt. Du sollst vielleicht ein bisschen da weggehen jetzt. Ich bin ja schon weg. Guckst du jetzt vom Panzer aus oder? Ich guck vom Panzer aus durch das Zielfernrohr, ja. Ja, gut. Ne, kommt da was? Oh, 30 Sekunden können lang sein. Kommen die mit dem Fallschirm runter? Geschossen. So Panzerabwehrminencluster. Na, Minen explodieren ja vielleicht noch nicht mal. Ja, aber dann musst du wissen, was aufpulvern da unten, was sie mitkriegen müssen. Zumindest wenn du jetzt unten an dem Turm schießt, müsstest du ja was sehen. Oder zumindest auf jeden Fall, wenn du da drauf schießt, explodieren. Ich kann ja nicht mehr schießen, ich habe meine Raketen verbraten. Warte mal. Aber ich kann ja mal Artillerie gucken, Computer. Ob ich da was sehe. So, dann schieße ich halt jetzt mit den wieder. So. Also liegen sehe ich da nicht. Weg da, ich hab geschossen. Na ja. Das Wetter scheint sich aber zuzuziehen. Jetzt ein bisschen weiter weg, ey. Also nebliger da. Die auch deine Mumpel nicht kommen. Weg. Oh. Volltreffer. Ja, aber es steht noch. Da musst du dir noch mehr Mühe geben. Oh. So, was haben wir denn da? Da muss ich wohl weiter nach da. So, dann müsste das Ding... Achtung. Bam.
Also ich finde Artillerie finde ich schon ein schwieriges Ziel, weil das Gebäude so schmal ist halt, ne? Ja. Na gut, das ist größer als ein Panzer. Ja. Aber heutzutage alles ferngelenkt. Ich hätte, glaube ich, 40 von den Teilen hier ferngelenkt drauf. Am Boden. Boom, Alter. Ja, ein bisschen zu weit vorne. Aber das hätte eigentlich reichen müssen. Wie viele Löcher da schon drumrum sind hier. Ich komm mal wieder zurück. Ja. Nicht doch. Boah. Da die Steuerung ist auch empfindlich von dem Gerät, Junge. Kugel kommt. Geschoss. Oh ja. Aber es steht immer noch. Mensch, Rieck. Fuck you, Alter. Jetzt reicht's mir. Jetzt hol ich den Riesenraketenwerfer, ey. Nachladen, Laser gelenkt, Panzerverminen. Mal Minencluster ist das nicht, ne? Was nee, hier, dann legst du ja Minen. Muss richtig Cluster, Geschosse oder so. So, warte mal, ich hol jetzt mal den Riesenraketenwerfer fix, ey. Da fährt er wieder vor durch die Gegend. Ich hoffe nicht, dass du da dran hängen bleibst, ey. Spielplatz für Erwachsene. Aber was bringt das, wenn ich noch irgendwelche Missionen mache, wenn wir uns mit den ganzen Waffen nicht auskennen? Ne? Tja. Du hast es. Aber wenn da jetzt NPCs an dem Turm gestanden hätten als Wache, jetzt Gegner, da wären die jetzt alle tot. Ja, die wären mehr als tot. Das wäre das Hauptziel eigentlich. Ich zerstöre das Teil, das mache ich im Boden gleich, das Ding jetzt. Gleich jetzt. Ich komme gleich wieder zurück. Ja. Jetzt werde ich bestimmt erschossen, wenn ich jetzt hier aussteige. Nicht durch! Ich hab's wieder geschafft. Ach, Dietrich, ey. Boah, ich hab noch den Jeep getroffen. Ach, Dietrich. Ich hab mir das Ding mehr oder weniger noch auf den Kopf gesammelt. Alter. Ist jetzt gestorben oder was? Nee. Ich hab den Jeep nur auf zwei Räder gesetzt. Deswegen. Ja, steig schnell aus, bevor die Karre explodiert noch. Das kann, ja, Leute. Kannst du. Nee, die ist nicht explodiert. Ich stand zu dicht dran und bin verbrannt. Dann schnappt ihr am Spawn ein neues Auto. Muss aber, glaube ich, verlassen und wieder neu draufkommen. Oder mal respawnen, ob das geht. Weiß nicht. Weiter, hopp. Okay. Nehme ich mir mal einen richtigen Heli. Ja, jetzt versemmelt, aber jetzt kommen wir erstmal hier nicht. Ich schieße jetzt hier mit den riesen Raketen da verteilt. Ja, dann warte mal. Erstmal muss ich ja wieder spawnen. Jetzt muss überhaupt was passieren. Und dann gleich jetzt zum Schluss fliege ich mit der ganz dicken Bertha. Oha. Und da möchte ich dich bitte als Co-Pilot, aber auch als Gunner dabei haben. Da jetzt sind ja die ganzen Drohnen im Arsch, ey. Ach ne, die sind in der Artillerie noch. Kannst du ja eine Drohne mitbringen. Schmittrig. Von wo? Aus der Artillerie, die nach oben guckt. Bist du? Wo ist die? Ja, auf dem Artillerieparkplatz.
Da guckt keiner nach oben. Doch, muss. Hä? Der Drohne muss nach oben gucken. Das stimmt da, wo vorher der Raketenwerfer stand. Blöd. Aber brauchst nicht holen. Hier in dem Jeep sind noch drei Drohnen drin. Wo bist du wieder? Da hinten? Ich bin da hinten, ja. Da, wo die Rauchsäule ist. Richtig. Ein kleiner dummer Unfall. Zum Schützensitz. So, jetzt feiern wir erstmal Silvester jetzt gleich da. Ui! Krass! Ich hab grad eine Rolle gemacht. Wie geil ist das denn? Du hättest mal sehen müssen. Hab ich gesehen. Und neuer. Was, echt? Ja. Ich mich überschlage hab. Da wolltest du mit der Drohne jetzt hinfliegen oder nicht? Ja, erst, warte mal. Jetzt zeigt er ja keine. Oh, doch, die Steuerung müsste ich ja noch da im Inventar haben. Aussteigen, Mann. Ja, wenn, dann musst du so. Dein Männchen looten da. Ja, aber ob ich das kann, das ist klar. Die Frage. Mausrad, ja, weil das da noch brennt. Rucksack. Ja, nicht so nah dran. Doch, geht. Ich lache jetzt, wenn du umfällst. Ah, jetzt hat es auch wieder zu brennen, das Ding. Das hätte ich früher überlegen können. So, hat das Ding auch so einen Computer? UAV-Terminal öffnen. Artillerie-Computer. Geil. UAV-Terminal. Alter, jetzt brät sie da Ding voll kaputt da. Was hat, boah, 230 mm Titan-Rakete. Wolltest du erst dahin fliegen? Ja, ne? Warte mal. Stomper? Data, Steuerung. Hab ich da gemacht? Mir das nicht. Achso, klar, ich sehe nur die Drohne. Hm. Vergiss auch den Rover nicht anzumachen. Hab ich schon. So, wo soll ich hin? Ja, da hinten zum Dingens. Zu unserem Turm wieder? Das Teil ist schon ausgerichtet. Das dauert aber eine Weile. Weil das Teil ist nämlich auch geil, das hat nämlich auch so einen Computer hier. Ja, das war mir schon fast klar. Aber diesmal geht's hier mit 230 mm geschossen zur Sache, Junge. So. Ja, 42 Sekunden brauchen die Raketen. Krasse Scheiße. Ja, die fliegen erst in Orbit, Milchstraße, kurz nach McDonald's, kommen wieder zurück. Ja. So hoch, du. Salve. Dann lass mich mal dahinter. Und will ich mal sehen, ob ich direkt durch deinen Schuss sehe davon. Ja, das dürftest du sehen, das Gequalme. Alter, wie lange brauche ich denn bis dahin? Das ist ja schon eine Hobbydrohne eigentlich, ne? Also, ein kleines Ding. Aber bist auch flott unterwegs eigentlich. Ja, geht. So ein Ding hätte ich gerne in Realität, aber du kannst eine richtig geile Aufnahme mitmachen. Konntest du zum neuen Magic sogar ein Paket kriegen mit Drohne? Okay. Ja. Aber war auch nicht gerade günstig. Ja, gute Drohnen sind teuer. Du bist schon dran vorbeigeflogen. Ja, ich will ja auch dahinter. Ich habe gesagt, Schneckchen. Du bist aber ganz schön sehr weit dahinter. So, ich drücke jetzt auf Feuer, ne? Ja, drück mal. So, eine Rakete kommt da raus, oder was? Toll. Oh, ey. Dank noch ein paar. Ach, jetzt kommt hier das Stalin-Orgel, ihr Witter. Ja, warte, Atelier-Computer. Stalin-Orgel kommt jetzt hier gleich. Alter, der Sound von dem. Aussteigen.
Nein, wo habe ich hingeschossen? Wo ist das Terminal? Ach, da hinten. Also wenn da jetzt was nicht kaputt geht, ey. Ah, jetzt geht's weg. Sehr schön. Aber das Geile war, die Rakete habe ich nicht mal gesehen. Ja, warte, da kommen noch welche. So, glaube ich, 6, 7 Stück. Ja, die sehe ich nicht. Ja, die kommen jetzt gleich. Die waren erst 10 Sekunden später gezündet. Ich meine, ich habe ja die auch nicht gesehen. Ach so. Ja. Boah. Oh doch, ich sehe sie. Keine Stromversorgung mehr. Meine Drohne hat ein bisschen gewackelt. Sehr geil, ey. Wie bände ich mal kurz die Ausnahme?